Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ja, ihr seht schon richtig, ich habe es geschafft, endlich Bambussprossen bekommen. Es hat mir viele Nukmeilen gekostet, bis ich endlich mal so eine Insel bekommen habe. Aber wie ich sie hatte, habe ich diese Insel bis aufs Geht nicht mehr ausgebeutet. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Frühlingsbambus rausbekommen, keine Ahnung, wie viel normalen Bambus. Also das ist auf jeden Fall kein Problem mehr. Und ja, das erste, was ich gemacht habe, ist ein bisschen was Dekoratives. Ich finde, das sieht relativ gut aus. Und die ersten Bambussprossen sind selbst sogar schon aus diesen neuen Bambusteilen hier rausgekommen. Die habe ich schon woanders gepflanzt, aber es werden noch weitere Folgen. Ja, kommen wir zu etwas nicht so Schönem. Ich habe es nämlich mal wieder geschafft. Ich habe beim Aufnehmen gefailt. Und so sind zwei Aufnahmen draufgegangen, wo eigentlich was richtig Interessantes passiert ist. Und was ich da gebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Es ist nämlich ausgerechnet genau dann passiert, wie ich den Fußballplatz gebaut habe. Ja. Belastend, ich weiß, kann ich leider nicht mehr rückgängig machen. Ich war jetzt schon ein bisschen geschockt, als ich auf einmal Aufnahme beenden wollte und dann hat jetzt die Aufnahme gestartet. Ich habe anscheinend vorbeigeklickt, beziehungsweise die falsche Taste betätigt. Ja, und wie dieser Fußballplatz aussieht, könnt ihr hier jetzt sehen. Ja, ich war ein bisschen kreativ. Es hat mir 2 Stunden, glaube ich, privat gekostet, wie ich diese Designs hier alle erstellt habe. Ja, und ich finde, die sehen eigentlich ganz gut aus. Ich muss halt leider noch einen kleinen Fehler beheben, und zwar hier hat mir leider ein Design gefehlt, um halt die Mittellinie und den Mittelkreis mit den Rändern zu verbinden. Logischerweise konnte ich nicht an alles denken. Irgendwo war im Kopf mal wieder eine Lücke und so ist das halt dann zustande gekommen. Und ich würde das jetzt ganz schnell ganz kurz mal machen, deswegen einen Augenblick. Ich meine, die Folge muss ja irgendwas beinhalten, irgendwas Gutes, somit machen wir das ganz schnell. Also, das heißt, ich muss das hier wieder kopieren. Das sind insgesamt jetzt, wartet, ich setze das unten mal hin. 2-mal das hier. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, aber naja, muss halt sein. Anders geht das Ganze leider nicht. Also ich hatte mir wirklich einen schönen Abend gemacht, könnt ihr euch vorstellen. Vor allem, ich musste halt erstmal planen, wie groß soll dieser Fußballplatz sein, was will ich machen und. Und vor allem, sieht das dann optisch überhaupt gut aus? Das war wirklich das Schlimmste von allen. Ich meine, ich habe mich schon in den Folgen gequält, aber so richtig, bis ich halt wirklich mal das genaue, passende Ding gefunden habe. Und vor allem dann war halt diese Wiese noch zu klein. Also das hat wirklich mehr Platz weggenommen, als ich jemals dachte. Und vor allem sind wir noch nicht, lol, warum beende ich jetzt? Fail. Das war übrigens mit diesen Gedächtnislücken gemeint, ich denke manchmal nicht mit. So, weiße Markierung. Und 2-mal. Die Mittellinie ist nämlich 4 breit. Sieht vielleicht optisch gar nicht so aus, aber nee, die sind ein bisschen größer. Anders hätte ich das auch gar nicht hinbekommen. Sonst wäre es halt ein bisschen asymmetrisch, keine Ahnung. Also da wäre dann das eine Feld um ein Stück größer als das andere. Solche kleinen Details möchte ich ja trotzdem, wenn es geht, vermeiden. Das heißt, hier 2 und hier 2, dass wir hier genau auf die 4 Zeichen kommen. Gut. Und jetzt natürlich noch das andere. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vermalt habe. Das muss so stimmen. Andernfalls rege ich mich mega auf. Ich meine, es kann nicht sein, wenn ich jetzt wieder 20 Minuten oder so herumscheiße, einfach nur damit ich die Mittellinie halbwegs vernünftig verbinde, das wäre schon peinlich. Nee, ich bin selbstbewusst. Ich glaube, dass es passt. Die Batterie ist leer. Warum das denn jetzt? Hey, die Joy-Cons waren heute Nacht aufgeladen. Was soll das bitte jetzt? Die können nicht leer sein. Okay, Leute, kurz kleiner Cut. So, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe die Controller jetzt ganz kurz 10 Minuten laden lassen. Und das bedeutet, wir müssen diesen Akku jetzt so gut es geht hier verwenden für diese Folge. Weil ich glaube, so richtig lang wird der wahrscheinlich auch nicht halten. So, Baumeisterhelm habe ich schon auf. Das heißt, ich kann hier gleich direkt verändern. Wird jetzt auf jeden Fall lustig. Ich verbaue mich wieder so 30 Mal oder so. Weil, man, vor allem, ich brauche die Teile jetzt hier nur einmal jeweils. So, das kommt jetzt hier hin. Das hier jetzt die Linie ist, genau. Hey, lol, das sieht sogar gut aus. Sagt nichts, Leute. Ich finde das mega cool. So, und jetzt wieder das andere. Aber dann ist wenigstens dieser verdammte Fußballplatz endlich vollständig. So, die Linie haben wir. Sieht doch schon viel besser aus, als wenn ich das einfach nur so lose lassen würde. Ich hatte anfangs wirklich überlegt, ah komm, lass es einfach so bleiben. Ich meine, juckt ja keinen, aber ganz ehrlich, so ein kleines Teil macht schon viel aus. Vor allem anfangs waren übrigens die Felder hellgrün. Hellgrün, ich mein's ernst. Das hat halt wirklich so hässlich ausgesehen, ihr glaubt das gar nicht.
Na gut. Ja, der Strafraum wird irgendwie anders mal kommen. Vielleicht baue ich ihn offscreen weiter und ich zeige euch das beim nächsten Mal. Und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich Bock, vielleicht nicht. Ja, hier wird übrigens ein Aufgang hinkommen. Der ist übrigens schon abbezahlt. Habe ich alles in diesen Folgen, die ich verloren habe, gemacht. Ja, und somit ist die ganze Arbeit eigentlich hier schon erledigt. Aber Fakt ist, das hier ist der Fußballplatz. Ja, und dieser Teil hier wird wegkommen. Das ist klar, den muss ich kurz mal zubuddeln. Ich muss einfach nur Plus drücken, ich Vollidiot. Mann, jedes Mal. Ich vertue mich halt wirklich immer. Beim Tippen. Tut natürlich leid für den Fluss, für den Teich hier, aber ganz ehrlich, er ist halt leider hier unbrauchbar. Vor allem, ich kann ihn ja irgendwo anders auch wieder hinbauen. Beziehungsweise soll ich hier so ein ganz kleines Teil lassen? Ich meine, das passt halt dann nicht. Nee, es sieht hässlich aus. Nee, ich baue den Teich ganz zu. Jetzt sieht es so aus wie ein Ohr. Schaut euch das an. Mann, ich und meine Fantasie. Echt, das hat jetzt so richtig ausgesehen wie so ein Ohr. Allgemein sah der Teich so aus wie ein Herz. Was ich auch sehr interessant finde. Mir tut es natürlich für die Fische leid, die alle da drin jetzt gewohnt haben. Aber ja, ihr müsst leider ein anderes Zuhause suchen. Gut, planiert. Rest in peace, mein lieber Teich. Jetzt haben wir aber hier wenigstens Platz, dass man dann den Weg raufsetzt. Eine Brücke muss ich hier noch hinsetzen. Hierher. Das heißt... Nee, komm, die Wege mache ich jetzt nicht. Stattdessen könnte ich mal überlegen, was ich eigentlich dort oben hin platzieren werde. Ich meine, ein Fußballplatz ist ja nicht nur der Platz alleine, schön und gut. Da zählt ja ein bisschen was Außenanlage von der Außenanlage auch dazu. Sprich, wenn ihr in ein Fußballstadion geht, habt ihr immer Sachen, da könnt ihr euch ja trinken kaufen oder sowas essen und sowas. Und das brauchen wir hier auch. Die Frage ist, da kommt eigentlich nur das hier zustande. Oder in Frage. Dass man hier oben vielleicht irgendwelche Verkaufsstände nochmal hinsetzt. Aber ob das so gut aussieht? Ja, okay, theoretisch könnte man hier Stehplätze machen. Ich meine, sieht zwar, kann man zwar nicht runtergucken oder sowas, oder geht das? Warte mal. Nee. Ja, okay, man sieht die Eckfahnen, aber mehr nicht. Na gut, trotzdem, aber es sieht, glaube ich, optisch dann besser aus. Das heißt, der nächste Plan ist... Naja, aber unten geht ja auch was. Muss meine Leiter jetzt wieder weg. Ich weiß, hätte ich vorher alles planen können, aber ganz ehrlich, ich habe mir das im Kopf ein bisschen anders vorgestellt, allgemein. Ist halt immer ein bisschen verwirrend. Ich meine, ich habe den Platz auch eine Nummer kleiner eingeschätzt. Oder besser gesagt, der Platz, der was hier oben zur Verfügung ist, den hatte ich ein bisschen größer eingeschätzt. Ich musste hier schon genug umbauen. Was könnte mir hier unten hinbauen? Hier wäre ein Haus ganz gut, aber naja, ob das so geil ist? Fragwürdig. Vor allem hier ist ein Teich. So ein Fluss. Die Entstehungsquelle. Joa, sieht kritisch aus. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal kurz runter. Auf die Werkbank und werde schauen, was ich denn überhaupt alles craften könnte. Vielleicht fällt mir bis dahin noch irgendwas ein. Aber Fakt ist, den Fußballplatz, den konnte ich euch auf jeden Fall jetzt zeigen. Könnt ihr aber gerne mal kurz in den Kommentaren eine Bewertung da lassen von 1 bis 10. Wie findet ihr den? Sieht er gut aus? Sieht er schlecht aus? Hat er oder was Verbesserungsvorschläge halt? Mal gucken. Werkbänke, das wäre auch mal eine Idee. Dass ich jetzt mal endlich mal ein paar neue crafte. Dass ich nicht immer zu mir nach Hause laufen muss. Also, was sagt denn die Craftingbank so? Was geht denn alles? Werkzeug fehlt schon mal aus. Lol, ja stimmt, eine Feuerstelle könnte ich wieder bauen. Nee, es passt nicht. Fackelweg. Den könnte man auf jeden Fall bauen. Boah, 5 Holz und 5 Äste. Pff, ich habe gar nicht mal so viele Äste. Sollte ich mal ein paar farmen? Wäre nicht schlecht, ich weiß. Dann Schaukelpferd. Hä, seit wann habe ich das? Ja, okay, gut. Warum denn nicht? Holzwerkzeugkasten brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Da geht halt wirklich fast gar nichts. Ich müsste mal gucken, dass ich wieder ein paar neue, vernünftige Rezepte bekomme. Nochmal so Gartengesteine wären natürlich nicht schlecht, aber der kostet 15 Steine, hallo. Da bin ich ja arm. Ne, ich glaube, wir fassen zusammen, hier geht fast gar nichts. Eine Nudelrutsche. Was zur Hölle?
Mein Plan wäre gewesen, vielleicht wieder Verkaufsstände oder sowas machen. Ihr wisst schon, also so 3 Verkaufsstände und dann halt irgendwie Essen und sowas raufgeben oder was weiß ich. Gibt eine Flasche Wasser? Nee, gibt's ja gar nicht im Spiel. Boah, also dass ich mal wieder so ideenlos bin, hätte ich auch nicht geglaubt. Na gut, wie dem auch sei. Dann können wir stattdessen zum nächsten kommen. Fußballplatz haben wir auf jeden Fall abgehalten. Dann würde ich sagen, als nächstes Verbindung mit den Wegen hier. Weil hier ist noch ein bisschen was ausstehend. Mit dem Terrakotta-Weg. Ja, ist halt richtig blöd gelaufen. Ich meine, die Folgen fand ich eigentlich relativ gut. Also mit den, wo ich dann eben diesen Fußballplatz gebaut habe. Ich fand die richtig cool. Mir hat's gefallen. Vor allem, ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass die Folgen halt wirklich so lange dauern. Also, das waren, glaube ich, 2-30 Minuten Folgen oder so. Nur für diesen Platz. Wie schnell da die Zeit verflogen ist einfach. Ich habe das gar nicht mitbekommen, wirklich. Gut. Der Baum muss hier weg, der passt nicht. Sorry, mein lieber Baum. Aber ich habe leider gerade keine Früchte oder so zur Verfügung. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht Pfirsiche oder so verwenden. Nur damit ich den Baum hier ausreißen kann. Ich hoffe, die Kirschen, die kommen bald wieder nach. Weil ich brauche die echt dringend. Aber ich habe letztens halt, um Sternis zu farmen, da war dieser Top-Ankauf des Tages tatsächlich so ein, wie heißt er? Dieser Kirschlautsprecher. Und beim Top-Ankauf hat der einfach, ich glaube, 7000 oder so. Lol, was? Hä? Das war jetzt komplett lost. Nee, der Kirschlautsprecher hat, glaube ich, 7000 oder sowas gebracht. Ich fand das richtig interessant. Hier ist übrigens jetzt die Obstplantage, wie sie aktuell aussieht. Also wenn mir wirklich irgendjemand sagen will, dass das nicht Style hat, dann I don't know. Ich finde, das ist mir gut gelungen. So, und hier wollte ich noch später einen Aufgang hinbauen. Könnte ich auch noch ganz kurz planieren. Aber diese Plateau-Lizenz wirklich, die hat es auf jeden Fall in sich. So, hier noch abrunden. Dann können wir hier den Aufgang machen. Ja. Glaube ich, passt ganz gut, obwohl ich muss eins zurück weiter. Ja, ich muss eins zurück weiter. Weil diese Dinger, die nehmen sehr viel Platz weg. Das glaubt man gar nicht. Also ich glaube so 3 Längen oder sowas. Kommt aber, glaube ich, auch wieder drauf an, was... Nee, nicht... Oh Gott. Ja, manchmal passiert es mir noch immer. Ja. Gut. Ich sollte eigentlich die Orangen noch platzieren. Habe ich euch das schon erzählt? Lol, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, oder? Also ich habe mittlerweile Orangen, wartet mal. Die wollte ich eigentlich auch auf die Obstplantage hinbauen, aber naja, das werde ich aktuell verzichten. Hier ist ein Orangenbaum. Ich habe sogar noch irgendwo einen zweiten. Ich habe halt leider vergessen, wo. Stimmt, das war einer und ein dritter müsste auch noch irgendwo sein. Ja, keine Ahnung, Orangen muss ich auf jeden Fall noch ein paar neue pflanzen. Ich könnte tatsächlich jetzt ein paar Bäume ganz schnell abholzen, aber ich tue es mal nicht. Nee, ich finde, die Insel hat mittlerweile schon eine richtig schöne Gestalt angenommen mittlerweile und naja, es sind eigentlich nur noch 2 Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall bauen möchte. Das wären zum einen der Spielplatz. Den könnte ich auch kurz mal präsentieren, wo ich den hinbauen möchte. Ich muss hier noch eine weitere Brücke bauen. Also ich muss jetzt den kompletten Umweg laufen, nämlich. Ja, es wäre natürlich cool, wenn ich irgendwann keinen Stab mehr verwenden müsste, aber naja, ich behalte mir trotzdem. Weil sonst mache ich dasselbe wie Kino. Ich muss hoffen, dass der andere Brücken hat. Hier oben möchte ich den Spielplatz bauen. Am besten hier gleich hier. Das ist, glaube ich, ein guter Platz. Und ich sehe gerade ein Geschenk treiben. Ja, und den Teich werde ich natürlich nicht wegholzen. Ganz lol, den Teich könnte ich ausbauen. Warte mal, das mache ich auf jeden Fall. Dieser Teich wird ausgebaut. Vor allem, da können auch mehr Fische oder sowas drin sein. Come on! Nee! Doch. Warum immer so umständlich? Dann siehst du, geht doch. Muss wirklich einen halben Kilometer weit weg sein, damit der das überhaupt richtig annimmt. Jetzt bau das schon wieder hin. So, ja klar ist ein... Ja, nee. Ich stehe einen halben Meter trotzdem weg und er nimmt es trotzdem irgendwie so komisch an. Jetzt. Und er baut wieder was hin. Ich könnte weinen.
Also es sah optisch wirklich so aus, als würde ich weit genug wegstehen. Aber naja, das Spiel hatte offensichtlich eine andere Meinung. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Der rutscht einfach automatisch hin. Schon wieder. Was muss man hier genau tun, damit der das wirklich annimmt? Wenn ich mich jetzt hier herstelle, dann... Okay, das war sogar noch im Rahmen. Passt, der Teich ist größer geworden. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier gerade so ein bisschen runter machen. Genau. Dann haben wir hier jetzt nämlich schon einen schönen größeren Teich. Hier kann ich jetzt nämlich einen Weg raufbauen, ganz klar. Zu der Brücke. Und dann hier rüber zum Spielplatz. Warte, das könnte ich ganz kurz noch machen. Hier mache ich natürlich jetzt wieder einen normalen Pflasterweg. Also Trampelpfad, so heißt er. Oben dann beim Campingplatz wird es übrigens dieser Schwarzerdenweg. Hä? Was hat denn der jetzt schon wieder für Macken? Ist da Unkraut? Nee. Okay, jetzt nimmt das an. Keine Ahnung, was der gerade für ein Problem hatte. Wollte gerade irgendwie den Weg nicht nehmen. Gut, einmal um den Baum herum. Den Baum muss ich noch ersetzen. Durch irgendwas anderes. Gut. Beziehungsweise eins rüberrücken und eins runter. Warte, das war ein Stück zu früh. Das heißt, auch der Baum muss hier weg. Aber ich kann jetzt wirklich nicht alle Bäume abholzen, das ist ja blöd. Und jetzt schon wieder das Ding. Nee, komm, das ist mir jetzt egal. Warte, ich schüttle mal kurz diesen Baum. Und dann kann ich die wenigstens auspflanzen und irgendwo anders einbuddeln. Vor allem die drei Bäume hier. Was hier gleich in der Nähe sind. Wartet. Das hätte man übrigens auch noch bei einem Update einfügen können, dass man mehrere Früchte auf einmal essen kann. Das ist nach wie vor noch ein bisschen umständlich, wie ich finde. Mein Lager ist übrigens auch schon wieder voll mit Blumen. Ja, dieser Fußballplatz, der hat natürlich auch einige Kosmeeren, hat das Leben gekostet. Die mussten leider ausgebuddelt werden. Aber ja, man muss manchmal Opfer bringen. Gut, Ölfass. Was? Ist das sowas, was man... Nee. Okay. Das passt irgendwie so gut wie 0,0 auf die Insel. Na gut. Hier der Baum mal raus. Ich hoffe, da unten reicht der Platz. Bitte, bitte, bitte. Nein, der reicht nicht. Okay, einen Baum muss ich abholzen. Es geht nicht anders. Den da oben. Der wird ausge... Der wird umgemäht. Gemäht. Hey, gemäht ist aber auch ein geiles Wort irgendwie. Das suche ich heute gleich mal auf Google. Gibt's da wirklich irgendein Wort? Ich meine, das ist in Österreich immer so richtig lustig, wenn man halt versucht, Hochdeutsch zu reden. Manchmal kommen ein paar Kreationen heraus, die einfach kein Mann, keine Frau versteht. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen. Ich konnte es noch verkneifen. Aber jetzt passt es auf jeden Fall. Gut, abrunden nicht vergessen. Sieht sonst mega hässlich aus. Ja, und die Bäume jetzt, wie gesagt, die werde ich daneben hinbauen. Ich muss halt auch genügend Plätze noch freilassen, damit ich auch angeln kann und sowas. Weil es ist halt schön, wenn ich halt alles umbauen möchte, aber naja, das mit Angeln ist halt immer wieder ein Problem. Weil manchmal gehen jetzt halt Sachen drauf, wo man halt perfekt angeln könnte. Krass wäre es natürlich, wenn die Wege was kosten würden. Ne? Aber Alter, ganz ehrlich, dann... da wäre ich schon pleite. Wie viele Wege ich mittlerweile platziert habe. Stell dir vor, ein so ein Weg 1000 Sterne ist oder sowas. Oh mein Gott. Okay, das wäre schon ein bisschen sehr teuer. Ja, vielleicht so im Postkarten-Style, wisst schon, ein Weg 200 Sterne ist. Damit könnte ich sogar noch leben. Gut, der Weg ist platziert. Dann haue ich hier jetzt mal ganz schnell den Kirschenbaum her. Hier den Laubbaum. Und hier herum diesen schönen Pfirsichbaum. Somit ist hier jetzt der Weg frei. Hier auch schon eine schöne Verbindung und sowas. Nice, gefällt mir. Somit ist jetzt, glaube ich, alles mittlerweile wirklich gut verbunden. Jetzt haben wir die Obstplantage eben auch.
Ja, jetzt muss ich halt die noch verbinden irgendwie mit dem anderen Festland. Ich meine, schön und gut, wenn hier jetzt diese Obstplantage ist, aber ich brauche noch den Rückweg. Weil bisher kann ich mich nur mit dem Stab ganz kurz abkürzen. Hier geht es nämlich nicht weiter. Und ich würde jetzt gerne wissen, was für euch schöner aussehen würde. Soll ich hier eine Brücke hinbauen? Also hierher, damit man wirklich eine Runde drehen kann. Oder soll ich die Brücke hier weiter unten hinbauen, so schräg? Ich meine, leider kann ich halt die Wege dann nicht mit der Brücke vernünftig verbinden. Das würde mich interessieren, ich kann mich hier nämlich nicht entscheiden. Deswegen schreibt das bitte mal in die Kommentare, was wird besser aussehen. Na gut, ich würde sagen, wir haben bei der Insel heute wieder genug verändert. Jetzt würde mich noch ganz kurz interessieren, was ist eigentlich meine Bewertung? Hat sich die mittlerweile verändert? Ich stehe schon so lange auf dieser verdammten 3-Sterne-Bewertung. So, Melinda pennt eh gerade. Wenn die schon nichts zu tun hat, dann bitte, nimm dir kurz Zeit für mich. Das Insel-Image. Du machst dir so Gedanken um das Image von Dilithien, ja? Als Bewertung hat Dilithien im Moment 4 Sterne, ja! Ja! Ja, es hat sich endlich umgeändert. Es ist irre, wir sind unheimlich gefragt. Touristenführer, Redaktionen prügeln sich gerade um uns. Da wäre auch noch was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Anfangs bin ich nur gekommen, weil mein Bruder hergezogen ist, aber ich habe mich in die Insel verliebt. Viele Orte gibt es so viele Lichter, dass der Nachthimmel vollkommen unsichtbar ist. Aber auf Dilithien ist das anders. Ich bin froh, von hier die Sterne betrachten zu können. Ja, ich bin halt keine große Stadt. Ich höre immer wieder, dass unsere Insel mehr fürs Auge bieten könnte. Ja, wahrscheinlich Dekorationen, nicht wahr? Ja, nee, ist klar. Ja, da kommt eh noch so viel. Der Spielplatz und eben der Waldwanderweg. Und das sind, wie viele Zäune sind denn das circa? Ich schätze mal 150 bis 200 Zäune werden da noch Thema werden. Ne? Auch viele Wege und auch noch ein paar Bäume. Also die 5-Sterne-Bewertung wird nicht mehr lange dauern. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, ich muss auch noch ein Haus platzieren. Weil es könnte noch mehr einziehen bei mir. Das könnte ich jetzt spontan noch ganz kurz machen. Das zum Thema, die Folge ist beendet. Ich hole mir mal ganz kurz so ein Baukit für ein Haus. Aber wo könnte ich das hinsetzen jetzt spontan? Nee, Leute, wisst ihr was? Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich erst in der nächsten Folge. Da kann ich dann entscheiden, wo ich ein neues Haus hinbauen werde. Vielleicht sogar oben beim Fußballplatz, warum nicht? Dann kann sich irgendwer wohlfühlen. Muss ja nur so ein Haus rausgehen und zack, von mir ist er schon beim Fußballplatz. Soll es ja auch mal geben. Also Leute, ich stelle mich wieder da, wo ich angefangen habe, nämlich hierhin. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.